Wie oft kann man eine Hüftprothese wechseln? Also eins steht fest, nicht unendlich. Wie häufig wohl, kann man im Vorfeld nicht sagen. Aber umso weniger Knochen noch vorhanden, umso schlechter wird die Verankerung. Und das ist der Grund, dass wir eigentlich im liebsten anfangen mit einer Hüftkappe. Wenn das nicht mehr funktioniert, können wir die Pfanne in der Originalpfanne belassen. Dann wird hier der Hüftkorb abgetrennt. Dann kann man eine Kurzschaftprothese einsetzen, wobei man auch noch viel Knochen spart. Wenn das nicht mehr funktionieren würde, kann man die Langschaftprothese einsetzen. Und das ist die Prothese, die bis dato auch in vielen anderen Kliniken vielfach eingesetzt wird. Also man hat gute Rückzugsmöglichkeiten, wenn man mit wenig Knochenentnahme anfängt, also knochensparend anfängt. Und für weitere Informationen klicken Sie den blauen Link rechts über mir.